Maxnomicon 2017. Wir stehen hier gerade vor Takes Gaming Bar, wo das Event heute stattfinden wird. Viele neue Produkte, viele bekannte Gesichter und ich zeige euch heute mal, was da drin so abgeht. Kommt mit! Wie ist so dein erster Eindruck vom Event? Also ich finde das echt cool. Also die Leute, die hingehen, die sind, also natürlich, abgesehen von denen, die man so oder so kennen sollte zumindest, ja, alle schön gechillt drauf, also macht Laune. Es ist super cool, die Leute sind nett und die Musik ist klasse, macht echt Spaß. Ja, also ich finde hier alles also super organisiert, wie man sieht. Von den Sicherheitsvorkehrungen finde ich das auch super, es ist nicht zu viel los, man hat hier seinen Freiraum und ist nicht wie auf der Gamescom gestern so extrem aneinander. Das ist super schön, ich meine, ich habe jetzt auch ganz andere Leute kennengelernt. Wir sind ja heute live bei der Maxnomicon 2017 und ich habe niemanden geringeren als Hand of Blood neben mir. Neben mir sitzt niemand geringeres als Simon Unge von Team Unge heute. Für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du dich mal vorstellen und sagen, was du so machst? Genau, ich bin Max, aka Hand of Blood, und mache auf YouTube allerlei Gaming-Content. Ja, ich mache Livestreams momentan sehr viel und allen möglichen Scheiß und einfach, worauf ich Lust habe. Ja. Und wie ist es so schön heute, Spandau? Und wir sind heute hier mit dem Spandau Inferno, das ist mein League of Legends-Team quasi, und machen die Leute da von Unge und seiner Zottelfresse kaputt. Ihr habt ja vom Event noch im Vorfeld noch nicht so viel erfahren. Was sind denn zum Beispiel deine Erwartungen jetzt zu dem Event konkret? Dass ich mich komplett blamiere, das ist, was ich davon erwarte. Ich habe keine Ahnung, was so kommen wird. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich denke, ich habe so gute Leute im Team, da kann ich mich drauf verlassen, dass die mich da durchziehen. Ja, also wir fahren da über so ein paar Lappen drüber, habe ich gehört. Und dann fahren wir wieder nach Spandau, ne? Das ist so ungefähr der Plan. Hast du denn klaren Favoriten bei den Teams? Bei den Teams, ja, ich bin da halt so ein leichter Spandauer, ne? Also, das sind so meine Favoriten. Die führen jetzt auch aktuell gerade und ich hoffe, es geht so weiter, ne? Spin, Hand of Blood und so. Ich bin für das Spandauer Inferno. Da sind einfach viele meiner, ich sag mal, Lieblings-YouTuber drin. Wenn du das gegnerische Team so anschaust, wie realistisch sind da eure Siegchancen? Also ich kenne die ja nicht. Es ist halt dieser große Lappen dabei, von dem weiß ich, dass er da irgendwie der Anführer ist. Und die spielen ja irgend so ein, ach Gott, ich weiß, Dota, LOL, ist ja alles dasselbe. Das sind komplette Lappen. Also ich meine, Unge selber zockt ein bisschen WoW, Minecraft, so was ist das? Das ist ja kein PvP so. Aber ja, ich kenne die anderen nicht. Wie gesagt, den Langen habe ich jetzt auch noch einmal gesehen. Der sah total unter Druck aus. Da merkst du auch, der muss halt Druck ablassen. Wenn er das bis dahin nicht schafft, sieht nicht gut für ihn aus. Bei einer hundertprozentigen Siegchance, gibt es da dennoch irgendwen, der dir aus dem gegnerischen Team Probleme bereiten könnte? Ich glaube nicht. Also ich denke, Minecraft und so ist jetzt nicht so vergleichbar mit League of Legends. Und ja, wir haben, glaube ich, die Meisterklasse erwischt. Ich würde fast Max sagen, glaube ich. Also der Captain immer nach dem Ärmel. Aber ich glaube, wir kriegen das schon gut hin. Ja, also Vini könnte ein kleines Problem werden, aber wie gesagt, die Chance von denen ist 0% zu gewinnen. Von daher wird der Vini auch nichts reißen können und im Endeffekt sind das Minecraft-Spieler. Und wenn du jetzt noch ein paar letzte Worte an das gegnerische Team richten müsstest, was wären die? Ja, zieht euch warm an. Das war heute eine falsche Entscheidung, hier anzutreten. Max und liebe Spandau Inferno, damals bei Last Man Standing 3 haben wir Seite an Seite gekämpft. Heute werde ich aber euch zeigen, warum wir damals gewonnen haben, ja? Deine Ehre wird zerstört, mein Lieber. Lauft. Schnallt euch warm an. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank.